Wir haben mit der Lausab vorher eine Vereinbarung getroffen und die heißt, sie gewinnt die Umfragen und wir gewinnen die Wahl. Wo sehen Sie den Unterschied? Gibt es einen? Ja, es gibt einen. Gibt's einen. Welchen? Es gibt große Unterschiede. Ich glaube, es ist wichtig für Salzburg, dass wir nicht nur an der Oberfläche dahinschwimmen und Politik mit PR verwechseln, sondern dass wir Fakten schaffen, dass wir mit aller Kraft, mit allem Einsatz jetzt dafür sorgen, dass die Wirtschaft in Schwung kommt und das heißt, dass Arbeitsplätze abgesichert und weitere Arbeitsplätze geschafft werden. Und das geht nun einmal nur mit Fakten. Wir haben es geschafft, Marco anzusiedeln, Balfinger zu erweitern, Martin Bau zu retten und vieles andere mehr. Ich möchte aber nicht über die Vergangenheit reden, ich möchte über die Zukunft reden. Und die heißt jetzt in der Krise frisches Geld für die Salzburger Wirtschaft und damit für die Salzburger Arbeitsplätze mit einer Salzburger Anleihe, dass jeder Salzburger, jede Salzburgerin die Gewissheit hat, jeder Cent, jeder Euro geht hier unmittelbar in Salzburger Projekte, stärkt die Infrastruktur, schafft Arbeitsplätze. Leider hat es die SPÖ reflexartig abgelehnt. Sie will das nicht. Gut, wir werden uns nach dem 1. März zusammensetzen. Ich lade dich ein, auch darüber zu sprechen. Wir werden vermutlich in einem vernünftigen Gespräch hier Annäherungen, so hoffe ich, finden. Wir stehen aber auch für Eigentum und für Leistung. Und da unterscheidet uns einiges. Werden wir sparen oder neue Schulden machen? Das Konzept der Landeshauptfrau ist nicht erkennbar. Der Finanzreferent ist abgetaucht. Wir werden nicht informiert über den tatsächlichen Zustand. Ganz im Gegenteil, die SPÖ inseriert, Finanzen sind stabil und transparent. Es ist nicht transparent. Und in der Tat ist es so, dass 50 Millionen Euro abgeben, plus das strukturelle Defizit. Und immer dann, wenn kein Konzept herrscht, dann wird man etwas hören von Verwaltungsreform und Strukturreform. Das sind keine Antworten. Wir verlangen einen Kassensturz. Wir verlangen ein Konzept des Finanzreferenten, das bis dato nicht vorliegt. Und dann kann jeder versichert sein. Wir sind ein konstruktiver Partner. Wir haben immer noch die Sache in den Vordergrund gestellt und nicht das politische Scheingeschäft. Im Grunde genommen findet hier jetzt eine Wählertäuschung statt. Die Finanzen sind momentan nicht im Griff. Und mit dem Verlust von fast, glaube 1500 Arbeitsplätzen zu Beginn dieses Jahres droht ein weiterer Einkommensknick. Demgegenüber stehen steigende Lebenshaltungskosten. Was gedenkt die Landesregierung dieser bedenklichen Entwicklung konkret entgegenzuhalten? Da sind wir genau dort, wo ich vorher war. Frisches Geld in Salzburgs Wirtschaft zu pumpen, nicht den kleinen und mittleren Unternehmen die Finanzierungsbasis wegnehmen, indem wir den Banken das Geld entziehen für das Land, sondern direkt aufnehmen bei den Salzburgern und Salzburgern, damit Projekte umsetzen, Arbeit schaffen. Ich glaube, wir können dieses Problem nur schaffen, indem wir das machen, was bei uns möglich ist. Und das ist Arbeit schaffen im eigenen Land. Wir können nicht die deutsche Autoindustrie retten. Das ist uns nicht möglich. Und daher ist dieses 100-Millionen-Ding, dieser Euro-Turbo, glaube ich, die richtige Antwort auch auf diesen Bereich. Leider muss ich auch sagen, dass wir, da glaube ich, bin ich mit Jörg Schweighofer einer Meinung, in Salzburg keine Sozialpolitik haben, allenfalls noch eine Sozialverwaltung. Es wird unter der SPÖ-Ressortführung überhaupt nicht auf die andrängenden Fragen der Zeit reagiert. Wo geht die Entwicklung hin? Da ist ein totales Defizit und hier muss wirklich was in der nächsten Legislaturperiode geschehen. Im nächsten Jahr wird in Kaprun ein touristisches Leitprojekt eröffnet. Das sind dort 200 Arbeitsplätze, und zwar krisensichere Arbeitsplätze. Wir haben das auch entsprechend finanziell unterstützt, dotiert, und es war auch immer unsere... Naja, du hast halt den Tourismusfonds, aber die Idee kam schon von unserer ÖVP Seite. ÖVP arbeitet, SPÖ verkauft, eine wunderbare Arbeitsplätze. Ah, cool. Jetzt muss man zwei Sätze dazu sagen. Also erstens, es ist niemandem gedient, wenn man den Teufel herbeiredet, Tourismus läuft hervorragend, der Handel ist zufrieden, die kleinen und mittleren Unternehmen sind auch gut ausgelastet und das Baugeschäft läuft gut bis Mitte des Jahres und dann greifen unsere Programme. Problem haben wir in der Autoindustrie, das ist klar, das wissen wir. Und wir haben in den letzten 5 Jahren 16.000 Arbeitsplätze in Salzburg geschaffen. Jetzt verlieren wir wieder welche, aber es ist nicht so, dass wir vor dem Abgrund stehen, überhaupt nicht. Und ich sage nur, Ärmel hochkrempeln, konkrete Maßnahmen, erstens, zweitens, deine Generalverurteilung der Energiepolitik. In der Biomasse ist sehr viel geschehen, dank Sepp Eisel in Salzburg. Ganz konkret haben wir auch den Ausbau der Wasserkraft vor, mit konkreten Projekten. Da muss ich heute dann auch schon bitten, dass die Grünen nicht immer blockieren und gegen alles und jedes mit irgendwelchen Argumenten einschreiten. Entsteht gerade ein Wasserkraftwerk. Aber wir haben auch an der Salzach Projekte und wir haben noch viele andere Projekte, wo wir doch zum Teil sehr stark behindert werden. Herr Dr. Haslauer, nachdem ja auch sozusagen eine Regierung des Zweit- und Drittstärksten nicht auszuschließen, wie halten Sie mit diesen Begleittönen
des Wahlkampfs, die ich gesagt habe. Ich führe jetzt keine Koalitionsverhandlungen. Jetzt sind mal Wahlen angesagt. Aber schließt die FPÖ ausgeschlossen? Es war die Landeshauptfrau, die völlig ungefragt an die Öffentlichkeit gegangen ist und ihr Liebeswerben mit der FPÖ begonnen hat, ihr sozusagen einen Vorschlag gemacht hat, sie nicht ausgeschlossen hat. Und auch jetzt bei der Wortmeldung kann man nicht wirklich festmachen, was die Landeshauptfrau will. Es ist ein Zickzackkurs. Am 12.02. sagt sie im ORF, die FPÖ ist ein verlässlicher Partner und auch was die konkrete Arbeit betrifft, hat sie immer gute Vorschläge eingebracht. 3 Tage vorher sagt sie, die FPÖ ist bekannt dafür, dass sie nur über die anderen schimpft und herzieht und auf dem Rücken von vor allem benachteiligten Menschen Politik machen will. Da kenne ich mich nicht aus. Ich sage nur, wenn man die Wirtschaftskompetenz und die Tatkraft und Leidenschaft der ÖVP in der Regierung haben will, da gibt es ein ganz einfaches demokratisches Mittel und das heißt, der ÖVP die Stimme zu geben. Herr Glasler. Ich habe bei einer Diskussion mit Schülern gesagt, was erwarten Sie sich vom Leben und das möchte ich auch hier sagen, wohl eine gute Ausbildung, einen sicheren Arbeitsplatz, auch einen erfüllenden Arbeitsplatz, vielleicht eine Familie zu gründen, Kinder zu haben, ein Eigentum zu erwerben an einem Häuschen oder an einer Wohnung, sich einbringen zu können in der Gesellschaft, in den Vereinen, bei den Feuerwehren, bei der Musikkapelle, füreinander da zu sein und aufeinander zuzugehen. Und wenn das der Erwartungsbogen ist, dann muss ich sagen, genau das wollen wir als ÖVP auch. Und das Vertrauen, es geht bei einer Wahl primär um Vertrauen für die Zukunft. Dieses Vertrauen ist das höchste politische Gut, das man in der Politik bekommen kann, mit dem man auch sehr, sehr sorgsam umgehen muss. Dorea Eberle, Seebeisel und ich sind sehr entschlossen, dieses Vertrauen als kostbarstes Gut auch tatsächlich durch konkrete Handlungen zu rechtfertigen.